Kindheitstraum. Da waren sechs Mann. 2500 Kilometer. Allein. Mit 18. Ein Fahrradabenteuer von Landshut nach Istanbul. Alles beginnt mit einem Traum. Seinen Traum zu leben bedeutet jedoch nicht, dass es einfach wird. Und jede Geschichte hat ihren Anfang. Mein Name ist Ruzhan Paul. Von klein auf liebe ich die Herausforderung. Ich komme aus zwei verschiedenen Welten. Meine Mutter kommt aus Niederbayern und mein Vater aus dem kurdischen Teil der Türkei. Schon als Kind fand ich große Freude an der Bewegung und ich liebte es, Zeit draußen in der Natur zu verbringen. Unsere Familie fuhr jede Sommerferien mit dem Auto von Deutschland in die Türkei. Das war immer ein absolutes Highlight des Jahres und ich weiß noch ganz genau, als wäre es gestern. Ich war 8 Jahre alt und wir waren wieder im Auto Richtung Türkei und ich sagte: Mama, Papa, eines Tages werde ich diese Reise mit dem Fahrrad fahren. Ich arbeitete an mir, wurde körperlich und geistig immer leistungsfähiger und ich wurde volljährig. Und so stand der Reise nun nichts mehr im Weg. Natürlich musste ich vieles für die Reise vorbereiten, aber schlussendlich kam der Tag, wo die Reise begann. Ich glaube, dem fahrt er so gern Radl. Ja, weil ich mit dem Buben Radl gefahren bin. Und er immer vorn drauf. Ja, was du schon ausgehalten hast, gell, Ruzhan? Ja. Schaffst du ja gar nicht. Sag ich jetzt, auf der Wind ist gegangen, geschneit hat. Ich war hinter ihm und er war vorn drauf. Darum ist er so ein stabiler Kerl geworden, gell? Ja. So, Ruzhan. Dann habe ich jetzt alles. Hast du alles? Der Rudi hat auch schon Staub schon. Das ist eine alte Tradition und das heißt, dein Weg soll frei sein und unbeschwert sein, wie Wasser. Der Start ist hier in Landshut vor der Martinskirche am 5.8.2022. Dann geht's grob nach Österreich, dann in die Slowakei, dann kommt Ungarn, Rumänien, Bulgarien und dann Türkei ist das Ziel. In Istanbul habe ich vor, in 3 Wochen anzukommen und dass ich die 2300 Kilometer ungefähr einigermaßen gut meistern kann. Genau, das ist der grobe Plan. Mal schauen, wie es am Ende wird. Aber das wird schon. In der Stadt verabschiedete ich mich noch von Freunden und Bekannten. Und erst als ich die ersten Kilometer allein auf dem Fahrrad saß, begriff ich, was eigentlich geschehen ist. Es ist endlich soweit. Ich habe so lange darauf gewartet. 10 Jahre, um genau zu sagen. Und jetzt ist es soweit. Es fühlt sich gut an. Natürlich waren auch sehr viele Menschen skeptisch über meine Reise. Einer der größten Bedenken war die Temperatur. Das Thema Hitze wird auf jeden Fall auf der Tour ja eine große Thematik sein. Ich fahre in den Süden, es wird immer wärmer. Viele haben auch gefragt, warum fährst du im Sommer? Wäre nicht Frühling viel besser? Ja, ich habe halt Sommerferien und die werde ich halt einfach nutzen. Den ganzen Tag auf dem Fahrrad bei der Hitze wird natürlich sehr kräftezehrend. Aber ja, ich sag mal so, da bekommt man wenigstens eine gute Sommerbräune. Und das ist ja das Wichtigste, von dem her kann es eigentlich nur gut werden. Außerdem war ich wie ein echter Profi ausgerüstet. Diese Bikepacking-Taschen ist die komplette Ausrüstung, also mein Zuhause für die nächsten 3 Wochen. Vorne sind die Schlafsachen wie Schlafsack und Funktionsunterwäsche. In der großen Tasche hier hinten, das ist ein bisschen ummodelliert, ist auch eine Lenkertasche.
ist das ganze Zelt, dann haben wir Isomatte, Handtuch ist drin, Zahnputzsachen. In der sogenannten Arf-Rakete mit dem hübschen Nummernschild ist meine komplette Klamottensammlung, was auf jeden Fall nicht viel ist für die 3 Wochen. Und in den Rahmentaschen oben die komplette Kameraausrüstung, Mikrofon, Drohne, GoPro. Und unten haben wir dann Werkzeug fürs Fahrrad, Ersatzteile und halt Sachen, die man unterwegs noch braucht. Dann ging es über schöne Strecken in das kleine Dorf Rosbach, wo meine Oma, Verwandtschaft und auch meine Familie auf mich wartete. Hi. Was passiert? Ja, wie schon. Der Krug ist gebrochen, weil er hat sich die Hand aufgeschnitten. Also das hat er nicht gekriegt. Soll er dieses Radl hat keinen Ständer, deswegen muss es immer wechseln. Alles wegen dem Licht, oder wie? Oma hat drüber gefragt, ob du da ein Bier machst, weil... Nein. Dann haben wir auch gesagt, du machst ein Biergarten für einen, gell? 300 Biergärten von Rostbach. Nachdem ich mich von meiner Familie, meiner Oma und Verwandtschaft schlussendlich offiziell verabschiedete, ging es weiter. Ich habe Gutes zu essen bekommen und bin auf jeden Fall gestärkt auf den Weg nach Vilshofen. Dort werde ich an der Donau die erste Nacht verbringen, an einem kleinen Hafen. Und dann geht es weiter morgen nach Österreich. War alles sehr aufregend, muss ich sagen, das erste Mal. Ja, ich meine, nicht weit gefahren heute, aber im Hinterkopf weiß man, okay, ich bin jetzt seit 3 Wochen auf dem Fahrrad, ich fahre durch viele verschiedene Länder und das hat dann doch irgendwie einen ganz anderen Reiz. Das wird schon. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei der Sache. Man muss konzentriert bleiben, man muss gut aufpassen, keine Leichtsinnsfehler begehen, am besten gar keine Fehler. Und dann glaube ich, ja, kann das eine sehr, sehr schöne Reise werden. Anstrengend auf jeden Fall. Ich frage mich, wann der Punkt kommt, wo ich es wirklich verfluche und bereue, dass ich losgefahren bin. Aber ich glaube, wenn dieser Punkt kommt, verfluche ich diesen Moment, aber nicht die Reise. Ich werde nie, glaube ich, sagen, boah, wäre ich bloß nicht losgefahren, sondern eher, ah, es ist scheiße. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Ich will, dass es aufhört und dann muss man durchbeißen. Und dann kommt man am Zwischenziel an und irgendwann dann am großen Ziel in Istanbul. Ich bin schon seit einer Stunde in Vilshofen, habe schon viele nette Leute kennengelernt, waren auch mit ein paar in der Stadt schon gut essen. Und jetzt sind wir wieder an der Donau. Das Zelt wird aufgebaut, dann wird noch ein bisschen schwimmen gegangen. Und dann würde ich sagen, wird auch geschlafen, dass morgen wieder genügend Energie da ist, um die nächsten Kilometer zu meistern. Das Fahrrad hat den ersten Tag super gehalten, bin top zufrieden mit der Ausrüstung und auch mit den Befestigungen. Und jetzt bin ich hier gerade an einem schönen Platz, direkt an der Donau. Da zieht sich was zusammen. Mal schauen, wie schlimm das Regenwetter wird. Aber ich sag mal so, ein bisschen Abenteuer muss auch sein. Sonst wird es erst richtiger Campingurlaub. Nachdem ich schwimmen war, ist ein sehr starkes Unwetter aufgezogen und ich konnte mein Zelt nicht aufbauen. So habe ich kurzerhand meinen Schlafsack gepackt und mich unter ein Carport gelegt. Ich musste aber eine sehr unruhige Nacht als Konsequenz nehmen. 6 unruhige Stunden später packte ich meine Ausrüstung zusammen und plante die Route des heutigen Tages. Jetzt geht's quasi nach Linz über den Donauradweg. Ungefähr 130 Kilometer liegen vor mir jetzt noch. Soll eine entspannte Strecke sein. Und dann haben wir schon das erste Land, die erste Grenze, Österreich. Gehen wir durch. Am ersten Tag war es jetzt ziemlich heiß, jetzt ist es komplett das Gegenteil, ziemlich nass und kalt. Auch wenn es nicht so ausschaut. Aber es ist gut. So ein bisschen abwechslungsreiches Wetter. Einmal warm, einmal kalt.
Die Nacht war heute echt verrückt. Ich habe ja mich entschlossen, quasi unter ein Dach und so ein Carport zum Schlafen, einfach mit Isomatte und Schlafsack, weil ich habe noch technische Sachen am Fahrrad repariert und dann hat es angefangen zum Regnen, zum Blitzen, Donnern und ich wollte nicht in den Regen das Zelt aufbauen. Und in der Nacht habe ich halt ja nicht so tief geschlafen, weil es gab so einen Bewegungssensor und immer ist das Licht angegangen, wenn man sich quasi bewegt hat. Und es waren noch andere Radfahrer neben mir und irgendjemand hat sich immer bewegt und dann ging immer das Licht an. Und es ging so die ganze Nacht, das heißt, ich habe wenig geschlafen, aber ich fühle mich trotzdem ziemlich gut und fit. Aber es wird nicht lang geredet, es werden Kilometer geschrubbt. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber der Radreisende übernimmt klar die Führung. Der Weg ist das Ziel und mein Ziel prägt meinen Weg. So, ich bin jetzt endlich auf der anderen Seite von der Donau. Und zwar endet der Fahrradradweg von der Donau auf einer Seite und dann muss man mit der Fähre auf die andere. Und ich habe gerade die ganze Zeit die Fähre nicht gefunden, bin viele Kilometer auf der Landstraße gefahren und habe rumgefragt und dann haben die gemeint, nein, nein, ich muss wieder zurück. Das liegt einige Kilometer weiter hinten. Dann bin ich alles wieder zurückgefahren und genau, jetzt bin ich drüben mit ja, leichter Verspätung. Und jetzt geht's weiter auf den Donau-Radweg, aber diesmal auf der anderen Seite. Und so fuhr ich weiter. An diesem Tag hatte ich noch eine Überquerung mit der Fähre. Und auch bei dieser Fähre fuhr ich zunächst in die falsche Richtung und musste viele Kilometer wieder zurückfahren. Irgendwann kam der Punkt, dass ich auf die Uhr sah. 18 Uhr und laut Smartphone noch über 50 Kilometer. Die Fahrradwege waren perfekt ausgebaut, die Natur war wunderschön. Aber ich konnte dieses Panorama nicht richtig genießen, weil sich Angst in mir breit machte. Ist die Reise für mich allein überhaupt zu schaffen? Ja, solche Gedanken gingen mir durch den Kopf. Aber es gab noch eine kleine Vorgeschichte. Fritz Meinecke fuhr vor circa einem Jahr mit Felix und Paul von Berlin nach Istanbul. Ich wollte die drei Jungs begleiten. Aus verschiedenen Gründen hat das leider nicht geklappt und so habe ich beschlossen, diese Reise auf eigene Faust zu starten. Dann startete Seven vs. Wild. Ich bewarb mich auch für dieses Projekt. Fritz Meinecke hat sogar mein Video angeschaut und in meiner Bewerbung habe ich meine Reise nach Istanbul erwähnt und er sagte zu mir: Roshan, Paul, viel Spaß auf der Fahrradtour nach Istanbul. Und so war es für mich klar und es ging mit seinen Worten im Gepäck los. Zurück zu meiner aussichtslosen Situation. Das geschah etwas. Ich traf Anton, ein Profirennfahrer, der das gleiche Ziel hatte wie ich. Und so hängte ich mich in seine Windschatten und wir schafften die 50 Kilometer. Wir kamen am späten Abend in Linz an. Dort musste ich mich von Anton verabschieden, denn ich musste noch über 15 Kilometer weiterfahren, um meinen Campingplatz zu erreichen. Nach über 180 Kilometern kam ich mitten in der Nacht an meinem Campingplatz an und fiel nur noch in meinen Schlafsack. Am nächsten Morgen packte ich meine Ausrüstung wieder zusammen und es ging weiter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss sagen, mir geht es heute eigentlich ziemlich gut, fast besser als gestern. Ich habe keine körperlichen Beschwerden, aber ich muss immer früh aufstehen, damit ich nicht in die Nacht reinkomme. Ich sitze wieder auf dem Rad,
Es geht wieder neben der Donau entlang. Ich bin in der Zeitung. Vor einem Tag ist ein Bericht über mich und meine Fahrradreise in der Landshuter Zeitung rausgekommen. Ein schöner Text, schönes Bild auch und das erste Mal in der Zeitung. Was für ein Gefühl. Mal schauen, wie das noch weitergeht hier und was die Reise noch für Wellen schlagen wird. Ich bin gespannt, ich bin für alles offen. Ich erwarte nicht viel, aber freue mich natürlich ja, für jede Unterstützung. Und vielleicht kann ich damit ja auch andere Menschen motivieren, inspirieren und irgendwas Gutes zu erreichen. Und die Reise schlug Wellen. Aber das konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Das ist hier wirklich eine sehr, sehr schöne Landschaft. Und es gibt sehr gute Radwege. Das wird nicht immer so sein. Ich denke so, ja, spätestens nach Ungarn geht's los mit den schlechten Wegen. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Ein bisschen Pannen haben, ne? Nothing can stop me, I'm all the way up. Ein Straßenverkäufer hat mir gerade zwei Früchte geschenkt. Servus. Servus. Die schmecken richtig gut. Guten Morgen. Heute Nacht war es wirklich richtig kalt. Und seit zwei Tagen ist es wirklich total verregnet und sehr, sehr kalt. Aber ich habe gut geschlafen. Und jetzt muss ich mich fertig machen und dann geht's auf nach Wien. Möge das Abenteuer beginnen. Diese Worte treffen uns zu, denn ich bin jetzt im Leben eines Radreisenden angelangt. Und mit diesen Worten ging es los.
So, für die letzten 20 Kilometer gibt es doch mal ordentlich Gegenwind. Aber dann behält man einen kühlen Kopf und das braucht man bei so einer langen Reise. Und ich bin jemand, ich mag jede Jahreszeit, jedes Wetter. Und habe mir da als Kind schon angewohnt, dass ich nie sage, boah, es regnet, schlechtes Wetter. Sondern Regen ist Regen, Regen ist gut, Sonne ist gut, Schnee ist gut, Hagel ist gut, Wind ist gut, alles ist gut, alles ist wunderbar. Und bald sind wir in Wien. Ich habe jetzt Wien erreicht. Wahnsinn. Von dieser Naturlandschaft an der Donau jetzt in die Großstadt. Ich bin jetzt am Campingplatz angekommen. Werde jetzt mein Zelt aufbauen und dann relativ früh ins Bett gehen, weil ich heute echt ziemlich müde bin, da ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Also gestern Nacht habe ich das letzte Mal gegessen, einfach so ein bisschen, um die Regeneration zu unterstützen und einfach auch mal als Selbstexperiment, wie ist es, wenn man ja 130 Kilometer mit dem Fahrrad fährt und nichts isst. Und ich muss sagen, ich bin echt ziemlich müde, von dem her baue ich jetzt das Zelt auf und dann wird geschlafen. An diesem Abend ging es mir dann psychisch schlecht und ich beschloss, einen Tag in Wien zu verbleiben, um meine Gedanken zu sortieren, meine Ausrüstung zu optimieren und meinen weiteren Weg zu planen, um fokussierter die Reise fortzusetzen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es in die Slowakei und dann nach Ungarn. Ich muss sagen, mir geht es richtig gut. Gestern Abend habe ich so ein gutes Gefühl gehabt. Und hey, jetzt geht's los. Jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. wie das Fahrrad läuft, besser gesagt. Und jetzt kann es losgehen. Ich freue mich. Ich bin richtig, richtig happy. Dankeschön. Ich verlasse nun Österreich und fahre in die Slowakei. Ich bin jetzt in Ungarn angekommen, über diesen einsamen Feldweg, der mich hier ja über eine Stunde begleitet hat, bin ich von der Slowakei nach Ungarn gekommen. Also hiermit, welcome to Ungarn. Alles schien perfekt zu laufen. Die Sonne ist zurückgekehrt. Doch das war erst die Ruhe vor dem Sturm. Ein beängstigendes Gefühl
was aufkommt und was man nicht wahr werden lassen möchte. Und wenn du fällst, denkst du, tiefer geht es nicht. Doch die Situation belehrt dich eines Besseren. Doch jetzt genieße ich erst einmal die Ruhe vor dem Sturm. Es geht die ganze Zeit durch irgendwelche einsamen Feldwege, ganz schlechte Straßenverhältnisse, direkt neben der Donau oder am Wald. Man begegnet kein Menschen. Komplette Gegenteil zu Deutschland und Österreich von Donauradweg. Jetzt beginnt der harte Teil, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie freue ich mich drauf. Und ich genieße es auch, jetzt ein bisschen die Ruhe zu haben. Aber es ist anders. Es ist wirklich, wirklich anders. Ich habe jetzt meine ursprüngliche Route verlassen, die an der Donau, und fahre jetzt halt übers Inland, weil einfach das Vorankommen an der Donau zu schwierig ist. Ich habe jetzt gerade hier eine kleine Pause gemacht, habe währenddessen ein bisschen für die Schule gelernt, ein bisschen trainiert und einige organisatorische Sachen erledigt, Telefonate, E-Mails, Social Media und so weiter. Ich fuhr weiter. Die Straßenverhältnisse wurden von Stunde zu Stunde schlechter. Ich begegnete kaum Menschen, geschweige denn Fahrradfahrer. Teilweise wurde ich auf dem Fahrrad so durchgeschüttelt, dass ich Angst hatte, mir würde der Rahmen brechen. Ich vermisse den Donauradweg. Das war heute echt hart. Also die Strecken katastrophal. Das waren reine Schlaglöcher. Auf meinen Übernachtungsplatz traf ich noch andere Reisende. Wir tauschten uns über unsere Abenteuer aus und sprachen über dieses und jenes. Solche gut ausgebauten Fahrradwege sind eine Seltenheit und deshalb muss man sie voll auskosten. Das hier wird wahrscheinlich für die nächsten Wochen mein neuer Fahrradweg sein. Ich fahre jetzt schon seit vielen Stunden auf der Bundesstraße und ich muss sagen, es ist echt schrecklich. Lastwagen, Autos rasen alle mit hoher Geschwindigkeit ganz knapp an einem vorbei und ich bin echt froh, wenn ich endlich in Budapest angekommen bin. Ich erreichte Budapest und schlief auf einem völlig überfüllten Campingplatz, da in der Zeit das sogenannte Sziget Festival in Budapest stattfand, einer der größten Festivals in Europa. Einen wunderschönen guten Morgen aus Budapest.
Schlagartig änderte sich mein Weg. Auf einmal fuhr ich mitten durch den Wald. Der Asphalt wich zu einem sandigen Boden, auf den ich mit dem Fahrrad nicht fahren konnte. So musste ich mein Fahrrad schieben und kam deswegen nur sehr langsam und mühsam voran. Ich hatte bei diesem Weg irgendwie ein komisches Gefühl. Plötzlich sprang ein großer Schäferhund mich von hinten an. Ich erschrak, innerhalb von einer Sekunde ertönte ein Pfiff und der Hund verschwand wieder. Das war mein erster Hundangriff. An sich fürchte ich mich nicht vor Hunde, ich liebe diese Tiere sogar. Aber in diesem Moment hatte ich tatsächlich große Angst und das sollte nicht mein letzter Hundangriff gewesen sein. Ich beschritt den Weg weiter und wurde mehrere Male von Hunden angegriffen. Zum Schluss sogar von einem ganzen Rudel, die mich einige hundert Meter verfolgten. Ich konnte sie jedoch abschütteln und ging weiter meinen Weg. Ich war völlig alleine und meine Angst stieg von Sekunde zu Sekunde. Ich war mitten in nirgendwo und ich wusste, wenn mir hier etwas passiert, wird mich niemand finden. Oh, mein Puls hämmert. Oh Gott. Mein Gott, was ist heute los? Ich bin runter von dieser Sandstraße, dann kam ungefähr 20 Meter Asphalt und dann ging es wieder los mit der nächsten Sandstraße. Ich habe dann wieder angefangen zu schieben, war mit dem Wald und dann habe ich einen Baum getroffen und er hat gemeint, auf keinen Fall weiterfahren, das dauert noch viele Kilometer und man hat überall Hunde gehört und überall ja, Abdrücke von den Pfoten. Er hat mir dann einen Tipp gegeben, jetzt bin ich ja wieder ein Stück gefahren und endlich wieder an einer normalen Bundesstraße und hoffe, dass ich heute Abend sein irgendwann mal ankomme. Mein Gott, was für eine Action heute. Doch ich kam nicht an. An diesem Tag fuhr ich noch über 100 Kilometer und hatte insgesamt 200 Kilometer auf den Tacho. Ich hätte zu meinem Campingplatz noch 50 Kilometer gebraucht, jedoch wurde es dunkel. Ich kam auf die Autobahn und fuhr alles wieder zurück, da mir dieser Weg zu gefährlich schien. Ich fand keinen Platz zum Übernachten. In einem kleinen Dorf traf ich deutschsprachige Einwohner, die mir eine kleine Pension empfahlen. Dort blieb ich eine Nacht und schlief. In der Nacht hatte ich Albträume. Ich hatte große Angst, ich fühlte mich klein und einsam. Mir ging es psychisch sehr schlecht. Und ich hatte Angst vor der weiteren Reise. Ich hatte Angst vor den Gefahren. Ich hatte Angst, morgen wieder auf das Fahrrad zu steigen und weiterzufahren. Und ich konnte mich nur sehr schwer aus diesem Loch, aus dieser Finsternis herauskämpfen. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass man niemals aufgeben darf und an sich glauben muss. Und so ging es weiter. Und dieses Mal verfuhr ich mich nicht mehr. Auf ein neues! Und dieses Mal mit mehr Fokus! Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt am Campingplatz. Lief heute alles gut und ich habe jetzt den Dreh raus, welche Straßen ich planen muss, damit ich eine gute Fahrt habe. Ich bin jetzt wieder richtig zufrieden und freue mich auf die nächsten zwei Wochen, weil ich weiß, es geht doch. Das hat mir gut getan, dass ich heute mal einen Tag hatte, wo alles geklappt hat. Ein Kampf, ich sag's euch, ein Kampf. Das Wichtigste ist, gesund ans Ziel ankommen. Mit einem Lächeln.
Ja, das ist das Ziel. Heute werden wieder Grenzen überschritten. Haha, welcome to Romania! Roman, Kollege. Okay. Alles klar, danke. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen, tschüss. Deutschland, Türkei mit Fahrrad, ja, ja. Single? Yes, single, yes. How many kilometers? 2400. Danke, thank you. Goodbye. Bye. Rumänien begrüßt mich gleich mit ordentlich Gegenwind. Die erste Nacht in Rumänien verbrachte ich bei einer freundlichen Familie. Als der Regen leichter wurde, gingen wir noch zum Essen. Da war ich nun in dem Land, vor dem mich viele gewarnt haben. Und als wären die Vorurteile nicht genug, wusste ich, dass ich das rumänische Gebirge mit über 2500 Meter überqueren muss. Die Angst, dass Vorurteile wahr werden, kann einen lähmen oder sogar umhauen. Deswegen ist es wichtig, positive Gedanken zu säen, um positive Handlungen zu ernten. Es ist heute auch wieder ziemlich heiß, die Sonne prallt und irgendwie habe ich heute nicht so Bock, muss ich sagen, keine Ahnung warum, ich habe auch wenig geschlafen, aber da muss man durch, man muss einfach immer radeln. Die Landschaft wird auf jeden Fall immer bergiger. Das bedeutet, es werden immer mehr Höhenmeter. Höhenmeter haben aber auch viele positive Eigenschaften. Vor allem die Aussicht. Ab Rumänien schlief ich dann häufiger mit meiner Isomatte in verschiedenen Unterkünften, da es keine Campingplätze mehr gab und mir das Wildcampen alleine zu risikoreich war.
Es geht schon seit einer Stunde den Berg hoch. Eine Serpentine nach der nächsten. Und wir sind noch nicht mal in den Karpaten. Das ist erstmal das Vorland. Oh Gott, das wird lustig. Aber ich muss sagen, gute Laune ist immer noch da. Die geht nicht weg, die steigt. Bei Höhenmeter fängt auch die Laune an zu steigen. Jetzt geht's ab! Auf meinen Wegen traf ich auch immer wieder deutschsprachige Einwohner, mit denen ich mich über meine Reise austauschen konnte. 1200 Kilometer, 300 sind auf dem Tacho, 1300 Kilometer. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Zeitgefühl verloren. Das ist, wenn man immer Fahrrad fährt, das vergisst man schnell. Ich kann mich nicht beschweren, es läuft wie am Rad, ich sag's immer nach vorne. Das passt doch schon. Ich habe keine physischen Probleme, keine psychisch, geht auch wieder top. Ich habe keine Muskelkater, nicht mal Arschschmerzen, gar nichts. Nichts, nada. Müde, weil ich jeden Tag bloß 5 Stunden schlafe, weil ich irgendwie immer abends zu spät ins Bett gehe. Das ist auch schon müde, macht bei meinem Kopf kaputt, weißt du. Immer Fotos, Videos, das muss schon, muss passen, weißt du. Da kannst du nicht so halbe Sachen machen. Mir geht's von Tag zu Tag besser, weil ich mehr in diesem Leben von Fahrradreisen reinwachse. Nächste Etappe, heute nur Schnellstraße. Was mache ich hier? Ach ja, ja. Warum liege ich nicht irgendwie am Hotelpool oder am Meer, am Strand, beim Deutschen See? Warum muss ich hier in Rumänien mitten auf der Autobahn rumstehen? Da frage ich mich auch, warum mache ich das? Da habe ich nicht mal Ferien, weißt du? Da komme ich in Istanbul an, da bleibe ich ein paar Tage und muss ich gleich wieder zurück. Das Gute ist, wo kein Muskel, da kein Kater. Also, bei mir ist eh nicht viel davon, die mir. Drum habe ich keinen Muskelkater. Ja. Wir verlassen jetzt die Stadt Sibiu. Das ist eine Partnerstadt von Landshut. Und es geht jetzt weiter Richtung Karpaten, die man im Hintergrund schon sieht. Meine Lebensversicherung war der Seitenstreifen. Du kommst dann ins Kino. Ein großes Highlight war immer die Kommunikation mit den Menschen, die kein Wort Deutsch oder Englisch sprachen, aber trotzdem hat man sich irgendwie verstanden. Ich muss da fahren, weißt du? Ja. Karpaten, immer hoch. Ich habe keine Zeit mehr. Das auch gut, ja. Am fünften Tag in Rumänien war es dann soweit. Jetzt beginnt der Aufstieg.
Die Regenfront kommt auf mich zu. Ah, Scheiße! Komm nicht zu mir, ich hab noch 10 Kilometer. Warte bitte. Jetzt geht es hoch. Überall waren Warnschilder vor Bären. Und ich hatte große Paranoia, dass auf einmal ein Bär vor mir steht. Als wäre das nicht genug, wurde es immer nebliger und ich war ganz allein auf den Straßen. Es geht die Karpaten hoch, erstes Stück ist geschafft, gerade einen Zwischenstopp gemacht, von dem her alles top und es geht weiter. Da fühle ich mich da warm. So muss das sein. Da geht es wieder auf und dann geht es bergab. Zu den Bären. Absolut krass. Mir fehlen die Worte. Unglaublich. Hier bin ich lang und auf einmal hat der Nebel aufgehört und es war so klar und man hat dieses Panorama. Es ist absolut krass. Und hier drüben zieht gerade der Nebel weg. Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich. Ich bin echt dankbar, dass ich hier sein darf und dass bis jetzt alles gut geklappt hat. Ich bin jetzt am Gipfel angekommen. Ein Wahnsinnsaufstieg war das über die Serpentinen-Haarnadelkurven heißen die. Eine unglaubliche Aussicht. Und jetzt geht's dann runter zu der Unterkunft. Es hilft alles nichts. Es wird weitergefahren. Und ich schaue einfach, wie weit ich komme und möglichst viele Kilometer heute.
Ich dachte mir, jetzt kommen keine Bären mehr. Aber wie so oft kommt es anders. Die letzten Tage hatte ich große Angst, einem Bären zu begegnen. Doch als er vor mir stand, verflog meine Angst. Mit dem größten Respekt sah ich ihn an und er schaute mich an. Eine positive Erinnerung, die für immer bleibt. Plötzlich zog ein starkes Unwetter über mich her. Ich fuhr stundenlang in strömenden Regen, doch irgendwann ging es nicht mehr. Viele hilfsbereite Menschen. Aber die Situation schien aussichtslos. Der Regen wurde immer stärker, auf den Straßen war es für mich gefährlich und die nächste Stadt war noch über 50 Kilometer entfernt. Und als wäre das nicht genug, merkte ich, dass ich krank wurde. Gesundheit gehört zu den wichtigsten Dingen im Leben. Meistens schätzen wir sie aber erst, wenn wir krank werden. Ich erreichte noch die über 50 Kilometer entfernte Stadt. Jedoch ging es mir über Nacht gesundheitlich immer schlechter. Am nächsten Tag hatte ich hohes Fieber und starke Halsschmerzen. Ich fuhr einige Kilometer, doch dann beschloss ich, dass ich mir eine Unterkunft suchen musste. Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern bin ich nicht weit gefahren, bloß 40 Kilometer, weil es mir körperlich sehr schlecht ging. Daraufhin habe ich beschlossen, dass ich nicht weit fahre und mir eine Unterkunft suche und bin dann hier gelandet. Genau, das war heute das Lager für die Nacht. Und ich habe heute Nacht 11 Stunden geschlafen, weil ich die letzten Tage immer unter 6 Stunden geschlafen habe. Eigentlich die ganze Reise. Und das, ja, merkt man irgendwann. Der Körper bestraft einen damit. Das ist selbstverständlich, wenn man zu wenig schläft, ist der Körper schwach. Vor allem bei so einer Fahrradreise braucht man einfach viel Schlaf. Und ich habe meinem Körper den Schlaf nicht gegeben. Und mein Körper hat reagiert und hat gesagt, pass auf, wenn du jetzt nicht ausschläfst, dann wirst du krank. Ich konnte auch endlich seit über 1,5 Wochen meine Wäsche waschen. Von dem her, ich habe ausgeschlafen, mir geht's wieder prächtig. Es gibt noch ein Frühstück und dann geht's los. Ich war übrigens gestern Nacht der einzigste Gast hier und war ganz allein in diesem riesen Anwesen. Es war wirklich unglaublich. Innerhalb von einer Nacht wurde ich wieder gesund. Und ich war fit und konnte so die Reise weiter antreten. Es gibt nur noch so eine Sache und das sind Höhenmeter. Du fängst an in der Früh ganz entspannt zu fahren und irgendwann kommt der erste Berg. Du fährst den Berg eine Stunde hoch und dann 10 Minuten runter. Und du denkst, ja klar, ein Berg muss sein. Aber jetzt kommt keiner mehr. Dann fährt man wieder ein Stück, dann kommt der zweite Berg. Wieder dasselbe Spiel, eine Stunde hoch, 10 Minuten runter. Ja gut, zwei Berge, es gibt immer zwei Berge, aber ein dritter kommt nicht. Dann kommt der dritte, der vierte, der fünfte und die Sonne knallt. Aber die Laune ist trotzdem top. In ungefähr 90 Kilometer erreiche ich die Grenze zwischen Rumänien und Bulgarien. Die Donau trennt diese beiden Länder voneinander. Und heute ist das Ziel, dass ich diese Grenze überschreite.
gerade durch ein Dorf gefahren und wurde wieder von einigen Hunden verfolgt. Aber mittlerweile muss ich sagen, der Puls geht schon nach oben, aber ich bin entspannter, weil ich bin es gewohnt. Und die laufen immer ein paar Meter, bellen und scheinen sehr gefährlich zu sein, aber dann gehen sie wieder zurück. Aber heute war der eine schon motiviert, also die hat den Willen auf jeden Fall gehabt. Auch die Ausdauer, er hätte ein bisschen mehr anziehen müssen. Da hätten die Pfoten ein bisschen durchdrehen müssen. Dann hätte er mich gekriegt. Dann hätte er meine Wade gehabt. Mein Musculus Tricepsura. Ah, die Hunde. Ja. Den mögen keine Radlfahrer. Aber es ist entspannt. Also, bis jetzt noch nichts passiert. Und ich meine, die machen ja bloß ihren Job. Hof bewachen. Das müssen die ja. Von dem her. Alles halb so wild. Na komm. Ein LKW aus Istanbul. Ich komme an Ziel näher. Und so verließ ich das Land, vor dem mich so viele gewarnt haben. Vorurteile erfüllten sich nicht und es blieben nur die positiven Erinnerungen. Hallo. Hallo. Where are you going? Turkey. Turkey? Where yes, from Germany to Turkey. Have a nice day. Thank you. Bye. Welcome to Bulgaria. Schaut mal, meine neue Nachbarn. Wie geht's euch? Hi. Ich starte den Tag gleich mit den ersten Höhenmeter. Ich befinde mich gerade im nobelsten Hotel, in dem ich je war. Und was macht er? Er schläft auf dem Boden. Ich bleibe einfach bodenständig. Ich liege bodenständig. Heute geht's durch das Balkangebirge. Dann geht's wieder mal nach oben heute. Es ist kurz vor 13. Ich komme gut voran. Ich habe bisher nur noch 24 Kilometer. Irgendwie in der letzten Zeit bin ich immer in der Früh so schnell, dass ich ja schon am frühen Nachmittags ans Ziel ankomme. Jetzt wird wieder die gute Warmweste angezogen. Mir gefällt sie. Ich habe mich dran gewöhnt. Und der LKW und PKW-Fahrer sehen mich schon von Weitem. Die grüßen mich, ich grüße sie und dann passt das. Ich traf nur sehr selten andere Radreisende. Deswegen war die Freude immer sehr groß, wenn ich welche begegnete. Berliner.
Ein echter Berliner. Ein echter Berliner, genau. Alles gut, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ja, du auch. Dankeschön. Getrunken habe ich täglich bis zu 8 Liter Wasser. Die mussten irgendwie weg, egal wie. Heute geht es 120 Kilometer Richtung türkische Grenze. Istanbul. Direkt. Jetzt geht's aber ab hier. Und du bist dort. Istanbul. Also jetzt hat es nicht mehr viel drin, ich sag's euch. Jetzt ist der Verfall echt ein Höhepunkt. Aber ich bin gut drauf. Also die Lastwagenfahrer, da kann man nichts sagen. Die sind sympathisch. Die grüßen immer und die hupen und die überholen mit Abstand. Das ist die Motivation. Das ist die Motivation. Da fährst du, da grüßt du, die hupen, die grüßen zurück. Die schreien raus. Und dann habe ich gleich wieder mehr Energie hier. Aber ohne die Lkw-Fahrer wäre ich verloren, ich sag's euch. Also die Menschen hier echt in allen Ländern, wo ich durch bin, top. Freundlich, hilfsbereit. Die grüßen, wenn man grüßt. Die lächeln auch. Einfach so diese kleinen Gesten, die tun mir gut. Ich muss echt sagen, die tun mir gut, die motivieren mich. Da ging gleich nochmal 5 km/h mehr. Es ist Süßes, ich sag's euch. Wahnsinn. Vor mir liegt die bulgarisch-türkische Grenze. Unglaublich. Ich hab's echt geschafft. Gleich bin ich in der Türkei. Was für ein Gefühl, Wahnsinn. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Dieses Sprichwort durfte ich auf meiner Reise wortwörtlich durchleben. Und ich habe gelernt, es ist wichtig, einen Plan zu haben. Es ist aber auch wichtig, mit Änderungen zurechtzukommen. Über die bulgarische Grenze gelang ich recht schnell. Und dann war es soweit.
Doch es lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gab technische Probleme und so musste ich ganze 5 Stunden warten, bevor ich die Grenze passieren konnte. Aber die süßen Grenzhunde haben mir das Warten vereinfacht. Hey, Tamam. Naja, nicht der Kollege. Ich hatte eher die kleinen Hunde gemeint. Doch Geduld wird belohnt. Merhaba abi. Evet, Almanya, Türkiye, bisiklet ile. Almanya. Evet. İstanbul. Evet. Az kaldı. Çok teşekkür abi, çok sağ ol. Teşekkür. Görüşürüz. Und so passierte ich die türkische Grenze mit einem unglaublich tollen Gefühl. Ich wurde von vielen Menschen gleich sehr gastfreundlich empfangen und bekam öfters zu essen und zu trinken und verbrachte eine schöne Zeit mit den Menschen vor Ort. Der letzte Tag bricht an. Das Fahrrad ist bepackt und jetzt geht es nach Istanbul. Where are you going? Hello, I'm from Holland. It's a great journey on a cycle, on my bike. I started in Istanbul and I have 3 weeks to go to Vienna. And then I will take the train back to Holland. I'm stuck in now 2 days. It's really great. The old feeling. Bye! Wahnsinn! Gerade jemand aus Holland getroffen, der von Istanbul nach Holland fährt. Unglaublich!
Der letzte Tag verging wie ein Flug und ich war etwas traurig, denn ich wusste, dies war der letzte Tag meiner großartigen Reise. Ich freute mich natürlich unglaublich, dass ich mein Ziel erreichte, aber in Hintergedanken wusste ich auch, dass ich das Leben eines Radreisenden vermissen werde. Meine Familie und ein paar Verwandten aus Istanbul warteten schon auf mich. Und dann kam ich an. Es war ein unglaubliches Gefühl und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Tag zurückdenke. Ich bin sehr dankbar für alle Menschen, die mich bei dieser Reise unterstützt haben, denn erst durch sie wurde dieses Abenteuer möglich. Ich bekam eine große Aufmerksamkeit von deutschen und türkischen Medien, die mich zusätzlich motivierten und teilweise schrieben mir bis zu 100 Leute am Tag, die von meiner Reise begeistert waren und mir so zusätzlich Energie gaben. Und dann sonra, yavaş yavaş, her şey çok güzel olacak. Mein Freund Manu kam auch aus Landshut. Er hat genau 3 Stunden gebraucht. Jedoch kam ich früher an als er, da sein Flug Verspätung hatte. Es war ein besonderes Gefühl, nach so langer Zeit mit so vielen Eindrücken, seine Familie und seine liebsten Menschen wieder um sich herum zu haben. Und ja, wir tanzen viel und gerne. Besonders stolz war ich auch auf mein Fahrrad, das mich über 2500 Kilometer in die Türkei gebracht hat, ohne eine einzige Panne und auch ohne Platten. Mit der physischen Belastung kam ich sehr gut zurecht und ich hatte keinerlei körperliche Probleme. Jedoch war es für mich psychisch eine Herausforderung, vor allem auf sich völlig allein gestellt zu sein. Ich möchte ein großes Dank aussprechen für alle Menschen, die mich bei dieser Reise unterstützt haben. Meinen herzlichsten Dank an meine Familie, meinen Vater, meine Mutter und meine Schwester Evru, die meinen Kindheitstraum ermöglicht haben.
I did it my way. So eine Reise spiegelt das Leben. Du beginnst sie und irgendwann kommst du am Ende an. Es gibt Höhen und Tiefen und du lernst dich und die Welt kennen. Wichtig ist, sich nicht von der Angst leiten zu lassen. Natürlich macht man auch Fehler, aber am Ende der Reise kann man darüber lachen und nur so gewinnt man Erfahrungen. Man darf nur niemals aufgeben und Schritt für Schritt nach vorne setzen. Ich habe mir meinen Kindheitstraum erfüllt. Es war nicht einfach, meinen Traum zu leben, aber es war es wert. Und ich habe es zu keiner Sekunde bereut. Doch das ist nicht das Ende. Ich habe gerade erst angefangen. Nach dem Ende der Physiotherapieausbildung dieses Jahr geht es weiter. Glaubt an euch und verliert nie den Blick aufs Leben. Danke.